drin sind, dann brechen die leicht weg. Nicht mal gerade hin, ja. Aber jetzt in der Sonne sind sie im Heuing gestehen. Am Domhof haben wir heute und morgen eine mittelalterliche Bauhütte mit unseren Handwerksfirmen, die in den letzten ja fast 30 Jahren hier am Dom auch gearbeitet haben. Die zeigen also alle möglichen Gewerke, Steinmetz, Schmied, Dachdecker, Glasmaler, Zimmerer, wie man auch früher zusammengearbeitet hat. Wir ziehen uns jetzt nicht alte Klamotten an, sondern machen einfach das, wie man es früher gemacht hat. Und wir haben auch Gäste aus vom Bodensee, vom Campus Galli, Seiler und Korbflechter. Die haben nun wirklich tatsächlich auch, sind so angezogen, wie man früher gearbeitet hat. Also das ist nochmal eine ganz interessante Sache. Bin auch sehr froh, dass sie zugesagt haben, hier hinzukommen. Ich habe hier so einen Steinbogen gebaut und da hinten hatte ich auch mal einen Meißel in der Hand. Wenn er so eine Platte hat, ob die von Natur aus hier, die ist ja ziemlich glatt wie geschnitten. Aber nachher haben die alle so einen halb schrägen Rand. Und das interessiert mich speziell dabei. Da hinten, da konnten wir eben wie hier sowas reinmeißeln. Es ist fantastisch. Wir lieben es. Und genau diese Handarbeit und so, sehr schön.